Damit das alles so funktioniert, wie wir es im vorigen Schritt gesehen haben, brauchen interne Audits natürlich ein festes Fundament. Und zu dem Fundament für erfolgreiche interne Audits gehören verschiedene Punkte, die wir uns nacheinander ansehen wollen. Erstens und vielleicht ganz zentral, qualifizierte Auditoren. Wir haben gesehen, dass der Erfolg und die Akzeptanz des Audits davon abhängt, dass die Auditoren relevante Fragen stellen und fair bewerten. Das können sie natürlich nur, wenn sie angemessen auf ihre Aufgaben vorbereitet sind. Das heißt, die Auswahl von Auditoren, die in der Lage sind, Audits durchzuführen und die das notwendige Wissen und die Methodik vermittelt bekommen haben, die sie brauchen, um die richtigen Fragen zu stellen, sind ein zentrales Fundament eines erfolgreichen internen Audits. Dazu gehört zweitens eine geeignete Systematik, also eine Methode, wie das Audit durchgeführt werden soll. Wie geht man vor? Wie ermittelt man Informationen im Unternehmen? Nach welchem Muster werden die Informationen bewertet? All das ist festzulegen. Drittens, geeignete Hilfsmittel. So braucht der Auditor zum Beispiel einen roten Faden, um die vorbereiteten Themen im Audit nicht zu vergessen. Bewährt hat sich die Anfertigung einer Checkliste. Nicht unbedingt mit vorformulierten Fragen, sondern eine Liste, die die wesentlichen im Audit zu prüfenden Punkte enthält und damit eben den roten Faden darstellt, den der Auditor braucht, um sich im Laufe des Audits nicht zu verlieren. Wenn diese drei Punkte umgesetzt werden, wird das sicherlich, und das ist der vierte Punkt, den wir brauchen, die Akzeptanz des Audits im Unternehmen fördern. Wenn die auditierten Bereiche gelernt haben, dass das Audit eben nicht eine Razzia ist, dass es nicht darum geht, Schuldige zu verhaften und ins Gefängnis zu stecken, bildlich gesprochen, ne, für einen Kopf kürzer machen, sondern dass es beim Audit darum geht, Probleme intern aufzudecken und auch die Auditierten bei der Beseitigung dieser Probleme zu unterstützen, etwa indem Auditoren und Auditierte gemeinsam auch Lösungsvorschläge erarbeiten, dann wird dieses sicherlich die Akzeptanz des Audits erhöhen und die Bereitschaft der Auditierten, Probleme eben nicht vor den Auditoren zu verstecken, sondern offen auf den Tisch zu legen, sodass man Lösungen erarbeiten kann. Diese Bereitschaft ist ebenfalls ein wichtiges Fundament für erfolgreiche interne Audits.